Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance, wo es auch mal bei Sonnenschein und blauem Himmel regnet. Ja. Es ist offiziell, ich bin süchtig. Ne, ich hatte gerade ausgemacht. Dachte mir so, cool, komm. Brauchst keinen Retterschnaps. Hast gerade einen schönen Speicherpunkt gehabt. So, und ja, da habe ich mich dabei erwischt, wie ich mir dachte. Nee. Hör mal. Pebbles, ne? Du siehst so viel besser aus als das Pferd vom Ratzig. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich zu tun? Was ist hier überhaupt? Guck mal, hier Hauptstufe haben wir einen. Lululululu. Jetzt haben wir. Boah, was? Da müssen wir schauen. Da müssen wir. 16 sind wir jetzt. Asket ist was für ein Arsch. Leben ist hart, ist auch was für ein Arsch. Duft ist mir wie gar nicht. Nachtschwärmer. Deine Ausdauer regeneriert sich nachts 20% schneller, tagsüber jedoch 10% langsamer. Weiß ich nicht, ob das lustig ist. Ne. Deine Lesefertigkeit wird um 3 Punkte erhöht. Dies geht jedoch auf Kosten deiner körperlichen Verfassung. Deine Stärke und deine Fertigkeit Kampf werden. Nein. Mit schlechtem Ruf in einer Gegend erhältst du dort einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke. Naja, ich will kein Dorffeld. Mit gutem Ruf in der Gegend erhältst du dort eine stärkere Agilität. Allerdings sinkt dein Ruf erheblich schneller als sonst und die Malusse für Kerkeraufenthalte bleiben länger bestehen. Kann nicht mit der Spitze berüchtigt. Verbände sind 50% effektiver. Dafür, dass du aus einem Dorf stammst, verstehst du ganz schön viel von Heilkunst. Diese Spezialisierung eröffnet dir die höchsten Dialogoptionen, wenn es in Gesprächen um Heilung geht. Ja, dann nehmen wir doch mal eher Erste Hilfe 3. Zusätzliche Dialogoptionen finde ich gut. Warum ist denn da immer noch? Ah, Redekunst. Was? Also, habe ich das nicht? Das ist immer komisch. Irgendwie. Oh, ich habe reparieren. Habe ich auch einen hier. Finde ich gut. Frisch gewaschen. Trägst du frisch gewaschene Kleidung, ist dein Charisma für einen Tag um 1 Punkt erhöht. Na gut. Wenn du Stiefel trägst, die du selbst repariert hast, verbrauchst du beim Spurten 20% weniger Ausdauer und kannst damit länger. Na ja, komm, nehmen wir frisch gewaschen. Ne? Finde ich gut. Aber jetzt mal im Ernst, ne? Wir haben doch schon mal die Dinger da verteilt. Und Alchemie. Ja, da will ich auf routiniert warten, ne? Obwohl ich 2 Punkte habe, ich könnte ja hier. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt da noch was. Ich will erstmal hier 13 haben und routiniert 2. So, und dann hatten wir hier. Begib dich zum Lager. Wo ist das? Ach, da wieder. Ja, alles klar. Meine Fräse, du. Der hat schon wieder eine Quest für mich, der Henker.
Ich habe ja in der letzten Folge, habe ich ja den Ratzig da angequatscht, ne, ob der nochmal einen Job für mich hat. Wie ist denn das jetzt hier, ne? Muss ich wirklich Quests zeitnah erfüllen oder kann ich die annehmen und habe den Questlog und gut ist? Bin begeistert. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ne, ob der Tod von Jekyll unvermeidbar war oder. Weil die Jungs, die haben ja schon am Anfang, wo wir auf dem Weg dahin waren, haben die ja schon so geredet als. Als hätte der so ein paar Mal nur knapp überlebt. Vielleicht gehörte das zur Dramaturgie. Ich weiß es nicht. Begib dich auf deine zweite Patrouille. Komm her, ich will dich etwas fragen. Tja, klar. Na, wie läuft's, Stepan? Ah, Heinrich, mit dir wollte ich ohnehin reden. Du hast Baumler den Ring abgeknöpft und ihn dem Stein gegeben? Gut, vielleicht. Sparen wir uns das Theater. Du könntest mir auch helfen. Ich finde, der Stein hatte den Ring jetzt lange genug, verstehst du? Ich helfe dir. Ich wüsste sonst eh nicht, was ich tun soll. Ich will dem Stein in der Nacht den Ring abknöpfen. Aber er schläft immer nur mit einem Auge. Dem muss man mal zu tiefem Schlaf verhelfen. Und irgendetwas sagt mir, dass du jemand bist, der sich um die Sache kümmern könnte. Sicher, ich bring dir einen Schlaftrunk. Sehr gut. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Und falls du in den Besitz des Ringes gelangst, umso besser. Ich habe den Trank für dich. Lediglich ein paar Tropfen und der Stein schläft wie ein Säugling. Das wird was. Säuglinge scheißen nämlich alles voll und schreien, wenn sie aufwachen. Stepan, kannst du mir etwas über dich erzählen? Ah, was willst du denn wissen, Jungspund? Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagenzuhl? Ich denke, du und Herr Ratzig, ihr könnt froh sein, dass Kuno sich darum kümmert. Solche Angelegenheiten liegen ihm. Ach ja? Wie das? Für Bastarde wie Hagenzuhl braucht man Mut und einen scharfen Verstand. Beides zusammen gibt's nicht oft. Doch Kuno gehört zu den seltenen Ausnahmen. Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass Stein vielleicht der Nächste ist, der drauf geht, weil er halt noch benommen ist. Na egal. Gut. Hör mal, Jan. Kannst du mir etwas über dich erzählen, Jan? Warum nicht? War schon eine Zeit lang nicht mehr bei der Beichte. Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagenzuhl? Ist alles ziemlich kompliziert, das sage ich dir. Die Zuhls sind unter uns Söldnern bestens bekannt.
Hagen und seine zwei Brüder kämpften in den Markgrafenkriegen. Darauf kann man sich schon was einbilden. Andererseits haben sie ihre Schwächen. Zum Beispiel? Sie benehmen sich immer noch wie mächtige Blaublüter. Kuno macht das Gott sei Dank nicht mehr und ist wie einer von uns. Denkst du, Hagens Männer stehen nicht hinter ihm? Sie tanzen eher nach seiner Pfeife, als für sein Banner zu kämpfen. Du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiß, was du damit meinst. Ich sehe ziemlich schmuddelig aus, ne, Kandat? Stein guckt nur. Erzähl mir etwas über dich. Was willst du denn wissen? Dein Bruder sagte, ihr wart mit einem Kerl namens Colini unterwegs. Sagte er das? Sagte er auch, warum es auseinanderging? Ja, ihr habt wohl Böhmen vermisst. Haha, Böhmen vermisst. Sehr gut. Jan vermisste einen Ort, an dem ihn nicht wutentbrannte Italiener bei lebendigem Leibe häuten wollen. Aha. Hat er irgendwas angestellt? Oh ja, als Colini einmal weg war, brach er dessen Truhe auf, klaute das ganze Geld und wettete mit einem Kerl, der behauptete, dass ein Bär tanzen kann. Er verlor alles. Was, der Bär hat wirklich getanzt? Ja, yeah, den teuersten Chardosh aller Zeiten. Wir mussten verschwinden, ehe Colini zurückkam, denn sonst hätten wir zwei getanzt, auf seiner Schwertklinge. Hm. Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagen Zuhl? Ich mache mir Sorgen, dass Kuno Hagen unterschätzt. Ich war mit beiden bei der Belagerung von Lanzenbach und weiß das eine oder andere. Hagen verhält sich wie ein Adliger. Wie diese Ritter, die von Ehre schwafeln. Für Kuno sind sie normalerweise nichts weiter als Lämme auf der Schlachtbank. Aber Hagen ist kein Lamm. Er ist durch und durch ein kaltblütiger Wolf. Okay. Kannst du mir etwas über dich erzählen? Was willst du denn wissen? Was denkst du über die Sache mit Herrn Hagen Zuhl? Hagen Zuhl? Wer ist das? Der Räuberbaron, der Herrn Ratzigs Ländereien plündert. Hat Kuno nichts erzählt? Hat er. Aber wer kann sich das schon merken? Zuhl, Ratzig, Sokol, Hinek von Krawarn, Wenzel, Sigismund. Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Irgendwo hinreiten, töten, saufen und dann schlafen. Ach, und wenn man Glück hat, regnet's dabei nicht. Das war's. Hm. So, den haben wir und der da oben spricht nicht. Obwohl Peter hatten wir doch hier, ne? Der Stein spricht nicht. Der grunzt nur. Jan, hatten wir. Peter haben wir gerade gesprochen, alles klar. Gut, Kuno? Ich war bei Herrn Ratzig. Und, wie hat er reagiert? Gefreut hat er sich nicht über die Neuigkeiten. Kann ich mir gut vorstellen. Ich würde mein Lehen auch nur ungern plündern lassen, wenn ich eines hätte. Wir sollten weiterhin die Gegend patrouillieren. Mehr können wir nicht tun. Macht durchaus Sinn. Hagen wird uns gewiss keinen Besuch abstatten, daher müssen wir zu ihm. Wir sollten uns den großen Wald im Norden vorknöpfen und dann nach Uschitze reiten. Sicher. Also aufsitzen und los. Na gut. Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass sie nach und nach, weil keiner, der Jekyll ist tot, juckt keinen. Kommt vor, ne? Bisschen Schwund ist immer, oder wie?
Zack, Talmberg vorbei. Ungeladene Gäste. Bitte, können wir Halt machen? Mir tut der Arsch weh und ich könnte einen ganzen Burggraben leersaufen. Ich auch. Was meinst du, Anführer? Keine Sorge. Wir sind fast in Uschitze. Wir bleiben die Nacht. Der Pfaffe dort soll ein komischer Kauz sein. Er verträgt mehr als der Teufel selbst. Das ist nicht ungewöhnlich. Alle Geistlichen sind Suffköpfe. Lustmolche. Oder beides. Ruhe! Gute Frau, hab keine Angst. Herr Ratzig schickt uns. Also in gewisser Weise. Was ist geschehen? Diese Schurken kamen. Unsere Männer flohen, ließen uns zurück. Diese Schurken begannen zu plündern, zu wüten und zu trinken, was immer sie fanden. Ich lief weg, aber die anderen Frauen. Du musst sie retten. Ich flehe dich an. Ganz ruhig. Sie trinken, sagst du? Rollten die Fässer in den Hof und trinken nun wie Schweine aus einem Trog. Tja, wie sagte unser alter Koch immer? Wer gutes Gulasch machen will, muss das Fleisch in Bier einlegen. Dann wird es weich. Ah, wir lassen sie saufen und schlachten sie dann ab. Sehr gute Idee. Aber was ist mit den Frauen? Diese Männer, sie werden... Ah. Die Weiber werden sicher nichts erleben, was sie nicht schon kennen. Außer die sind Nonnen. Kuno, sie hat recht. Wenn wir zögern, müssen es die Frauen ausbaden. Ich weiß deinen Rat zu schätzen, Heinrich. Aber Vorsicht ist gesünder als ritterlicher Heldenmut. Aber wie wird Herr Ratzig dastehen, wenn du nicht einschreitest? Die Leute werden reden. Was wäre ich für ein Söldner, wenn ich mich von Geschwätz leiten ließe? Darauf gebe ich nichts. Tja, Herr Ratzig aber schon und ich übrigens auch. Wir sollten sogleich aufbrechen. Du darfst deine eigene Meinung haben, Heinrich, so wie jeder hier. Aber ich habe hier das Sagen und bin für das Heil meiner Männer verantwortlich. Wir greifen erst an, wenn die Schurken sturzbetrunken sind. Jawohl. Anführer. Aber Herr Ratzig wird nicht begeistert sein. Mag sein. Aber er wäre auch nicht begeistert, wenn man uns abschlachten würde, oder? Inzwischen dürften sie sturzbetrunken sein. Wohl an! Ganz ehrlich, finde ich voll in Ordnung. Wem soll ich Deckung geben? Seit heute Nacht ist mein rechter Arm steif. Die Seite braucht Deckung. Das muss aus dem Handgelenk kommen. Ich wollte nicht noch einen von den Mannen verlieren. Und mal ganz ehrlich, also... Danke für eure gut gemeinten Ratschläge. Ich behalte die Seite im Auge. Ach, danke, Jacke. Aber so kann ich wenigstens sagen, ich habe probiert.
Was ist, Bruder? Hast du dich verschluckt? Oh Mann, was zum Henker! Ein Zeichen Gottes, bitte. Der Herrgott will damit sagen, dass wir eine Menge Schnaps erbeuten werden. Scheiße. Ich wollte mit gar schrecklichem Gebrüll angreifen. Es wird hier kein Fein mehr fließen, sondern überall in Ström euer Blut. Die scheißen sich in die Hose. Oh. Alter, ey, hab ich den Kuno eingegeben, ey. Und der liegt sofort. Uah. Was zum... Ich hab doch hoffentlich Jekyll nicht auch schon. Seit heute Nacht ist mein rechter Arm steif. Umgebracht. Die Seite braucht Deckung. Das muss aus dem Handgelenk kommen. Und immer erst den Panzerhandschuh ausziehen. Verletzt du dich dann? Aber es ist doch nötig, dass Baumler vor der Schlacht seinen Helm poliert. Danke für eure gut gemeinten Ratschläge. Hauptsache, der Kuno kriegt einen, weißt du, und liegt direkt, weißt du. Und wenn ich mit den anderen kämpfen muss. Tja. Was ist, Bruder? Hast du dich verschluckt? Oh Mann, was zum Henker! Ein Zeichen Gottes. Jekyll lebt wieder! Gott will damit sagen, dass wir eine Menge Schnaps erbeuten. Fies. War der gar nicht tot? Der war nur K.O., oder wie? Ja, Gott sei Dank. War meiner. Was willst du? Zack. Zack. Kriegst du auch ein. Wo sind jetzt die Jungfer? Ja, ne, nehmen wir 200. Edles Kettenhemd nehmen wir auch. Ungefähr 10, wie ich der. Geflickte Beinlinge. Ach komm. Die kann man auch noch mitnehmen. Die Groschen nehmen wir mit. Die Kettenhaube nehmen wir auch mit. Schmiedeset nehmen wir mit. Kumanische Sporen nehmen wir mit. Die sind wertgewichtstechnisch nicht so pralle. Aber die Nürnberger Handschuhe. Die nehmen wir auch. Spitzpfeil, Verband, verbesserter Spitzpfeil. Gut, alles klar. Wartet kurz, Jungens. Dolch. Boah, edle Kettenhaube. 15. Das ist eigentlich gut, ne? 1 zu 60. Aber ich bin gleich wieder... Ich bin schon voll. Ach. Ja komm, dann gehen wir erstmal hier die Besoffenen. Hab ich schon? Questlog. National töte die Betrunkenen auf dem Hof. Hey, Heinrich, magst du eine Runde würfeln? Sofort. Kämpf anständig! Sonst will ich mich versucht, deine Sippe zu beleidigen. Bruder, wie wär's mit einer Party? Was Sie wollen? Ich leih dir meinen Becher, oder? Ja, können wir gleich machen. Ich bin nur...
Alter, jetzt im Ernst? Hast du den jetzt einfach? Wer bist du? Was ist das? Wer ist da? Wer schreit denn da rum? Ihr habt schon wieder Hunde umgelegt. Nee. Ne? Bandite, da hab ich keine Verträge mit, ne? Zack. Nehmen wir. Ne. Ne. Silberkelch. Dingens nehmen wir auch. Alles gut. So, wer liegt? Zack. Machen wir platt, ne? Brauner Filzhut. Dunkler schlesischer Gambasson. Ne. Polsterte Bunthaube. Ne? Nehmen wir mit. Groschen nehmen wir mit. Jagdhandschuhe. Nackenschutz. Plantin. Ungarischer Säbel. Verband. Spitzfall. Wildschweinleder. Alles gut. Liegen hier sonst noch Besoffene rum? Oh, dafür muss ich die killen. Du bist platt, ne? Alles klar. Dann haben wir sie alle. Eisenhut. Furchtlos. Komm, flippte Beinlänge. Groschen. Hirschfleisch. Jagdhandschuhe. Kuttenberger Gambasson. Echt schwer, die Dinger, ne? Silberring, Verband. Jut. So, wartet Jungs, ich muss noch mal eben hier gucken, wen ich hier noch. Boah, guck mal hier, da ist aber. Dietrich nehmen wir. Was ist das? Gewöhnliches Kettenhemd. Ist schwer und. Was ist hier los? Boah, Kettenbeinlinge für ein Tausender. Kettenhaube. Mailänder Panzerhandschuhe. Oh, auch Wildschweinleder. Was ist hier los? Was ist das? Wer quatscht denn hier? Bleib doch mal entspannt. Ha. Goldkelch, Komposithandschuhe, schwer, nehmen wir, Spitzfall, gut ist das. Hundi! Möchtest du was essen? Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ich hab mal wieder hier, der ist Fratze. Da. Der ist noch halb gut. Dich habe ich schon, ne? Jo.
Dich habe ich. Was hat hier für ein Schwert? Duellklinge. So, was hast du? Zu schwer. Die nehmen wir. Polnische Komposit. Polnischer Kürass. Nehmen wir. Ringelblumen. Schlappen kannst du behalten. Schlesischer Gamason kannst du auch behalten. Spitzpfeile. Nehmen wir. Zimmermann-Axt. Die ist bestimmt nichts wert. So, der ist scheiße. Brot. Eisenhut. Goldener Zierkelch, Groschen, Kettenbeinlinge für den Tausender nehme ich mit. Ist klar. Kettenhaube nehme ich auch mit. Rüstungsset. Mailänder Panzerhandschuhe. Nehmen wir auch. Nehmen wir ein Trinkwasser. Ist das in Ordnung? Ach so. Brauche ich ja gar nicht. So. In Satteltasche. In Satteltasche. Fett kann nichts mehr tragen. 7. Kannst du da tragen? Kannst du auch nicht tragen. Kriegst du einen Dolch noch rein? Ein Dolch. Eine Fresse. Noch ein Dolch. Jetzt dürfte finito sein. Und nicht mal das mehr geht rein. Das ist doch irgendwie, ne? So, was ist jetzt hier Phase? Sprich mit den Mitgliedern von Kumus Bande. Ja gut, dann sprechen wir mit denen. Ich möchte jetzt überladen nicht mit dem Kämpfen. So Junge, du möchtest gerne würfeln. Komm. Lust auf eine Partie? Immer doch. Hab auch ein paar Kleinigkeiten als Wetteinsatz. Aha. Na, was sagst du? Kommt darauf an, was du hast. Einen Schild, einen Jupon und einen kunstvoll bestickten Hut. Der Schild ist von den Reichwaldauern. Ein prächtiges Stück. Sehr handlich und hält noch dazu einiges aus. Und was den Jupon betrifft, er macht nicht nur was her, sondern sorgt auch dafür, dass du heil bleibst. Dann noch, wie gesagt, der Hut. Auf dem Schlachtfeld taugt er nicht viel. Aber wenn man elegant durch die Stadt stolzieren will, mit dem Hut kann man bei den Leuten Eindruck schinden. Und die Frauen liegen einem zu Füßen. Der Jupon. Der Jupon wäre was. Wie sieht's mit deinem Wetteinsatz aus? Musst mir schon einen Anreiz bieten. Meine Sachen kriegt man schließlich nicht an jeder Ecke. Mhm. Und? Was sagst du dazu? Einverstanden. Spielen wir. So, dann nehmen wir Glückstrehenwürfel, himmlischer Würfel, Nackedei, Schrumpfwürfel. Ja, reicht, ne? Mal sehen, wem die Glücksgöttin hold ist. Gebe dir die Chance, Holder,
Schwätz nicht vor. Komm, Risiko. Mal sehen. Bin fertig. Meine Fresse. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ich muss. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Ja, 300 Punkte ist nicht viel. Mal sehen. Aber jetzt wird's was. Das war's. Jetzt bin ich am Arsch. Sauber. Was haben wir nochmal? Komm, ich strapaziert nicht. Mal sehen. Geht immerhin um 400, ne? Sei ich oder nicht? Nein, das er nicht. Boah, geil. Herrgott, wie konnte das passieren? Du hast Chupon mit Anschlag erhalten. Er haut ab. Was war denn hier los? Jut. Uschitze. Ja, da muss ich hin. Da muss ich hinwackeln. Na, Uschitze. Aber erstmal muss ich gucken, was haben wir denn hier? Dolch, Duellklinge, können wir verticken. Eschen Langbogen, okay. Furchtlos können wir vertickern. Morgenstern. Ja, Morgenstern halt, ne? Skaletzer Schild, ungarischer Säbel. Nix prallet dabei. Schlechter. Oh, das ist gut. Edles, langes Kettenhemd. Zieh mal an. Ja, das Gewöhnliche, das...
Jupon mit Aufschlag. Ja, geil. Deswegen habe ich mir gedacht, boah, das ist ein Tausender wert. Deswegen, weil ich hatte ja diesen Jupon an, aber der war ja ranzig. Mal ehrlich, im Mut rumrennen habe ich keinen Bock. Wenn du in die Stadt einen auf dicke Hose machen willst. Wozu? Gut. Alles klar. So. Das ist natürlich blöd für die Mädels. Pebbles, sag mal, kann ich auf dir reiten? Ne, kann ich nicht. Okay. Ich vermute mal, das da hinten ist Uschitze. Gehe ich da recht in der Annahme, dass das Uschitze da ist? Das denke ich mir, dass das Uschitze ist. Gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist zwar blöd, ne, dass wir die Mädels da nicht... Ich sehe aber auch aus wieder wie ein Lump. Deswegen, ich habe leider die Sprachherausforderung. Hab ich verkackt. Und ich wusste nicht, dass... Ja, dass hier... Wie heißt er? Jekyll gar nicht tot war. Ich dachte, er wäre tot, der Jekyll. Habe ich echt... Ich habe mir Vorwürfe gemacht ohne Ende. Ich denke, so hätte ich den Kerl vielleicht retten können, aber auf einmal ist er wieder mit dabei. Deswegen, der stand ja auch ausgegraut zwar, aber hier mit L2 Gnadenstoß oder so gegeben, ne? Und mal ehrlich, ne? Hier, guck mal, da ist doch. Ja, da ist echt toll. Das ist eine 1 Armonblume hier. Denn noch mehr? Jo. Auch noch eine Mohnblume. Nehmen wir. So, in Uschitze, gibt es da ein Badehaus? Ich will es doch mal hoffen, ne? Was ist das hier? Wermut oder was? Komm. Da, Mohnblume. Nehmen wir mit. Die Scheißdinger sind so selten. Ja, deswegen, also ich habe mir echt Vorwürfe gemacht hier mit dem Jekyll. Ich dachte, er ist tot, der Junge. Ne? Ich denke, die feixen da noch vorher rum und erzählen ja einen von wegen, wenn jetzt schon dreimal fast erwischt. Und dann dachte ich so beim ersten Einsatz, ja, hast schon einen von deinen Mitstreitern hast verloren. Und dann war das gar nicht hier. Also, der war nicht wirklich tot, sagen wir mal so. Auf jeden Fall war er wieder beim nächsten Einsatz mit am Start. So, und von daher, als da die Sprachherausforderung war, ich habe gesehen, dass hier das Mundsymbol von den Punkten zwar erstmal hoch war, zwar um 1 reduziert, weil ich wahrscheinlich aussehe wie so ein Lump, aber war relativ hoch. Ich habe trotzdem das mit dem Ratzig genommen. Ja, weil ich dachte, ist wirklich die bessere Alternative, wenn wir warten, bis die Typen da komplett die Lampe am Brennen haben, ne? Aber es ist, wie es ist. Kann man nichts machen. Ne? Ich habe da jetzt auch keine Frauen oben gesehen. Ich weiß nicht, was sie mit denen gemacht haben, ob sie die danach aufgefuttert haben. Was ist das denn hier? Guck mal hier.
ist noch ein Grab. Was ist da drin? Puppenmachertrank. Eine Flugsalbe. Und ein Schlaftrunk. Ja, astrein. Mal sehen, was man hier so alles findet. Naja, wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schleppe mich jetzt nach Uschitze und werde dann schon mal den ganzen Scheiß hier verticken. Damit wir in der nächsten Folge wieder direkt durchstarten können. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was.